Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Pokémon Tekken X. Da, nee, da oben steht's. Auf der Nintendo Switch mit mir von der Gamblers Hobby und unserem neuen Herausforderer, den haben wir. Sie wieder. Immer noch Rangaufstiegsrunde. Ich hoffe, ich versauere den nicht. Ich glaube, wenn sie jetzt noch einmal verliert, hat sie verloren. Dann hat sie keinen Rangaufstieg. Krass, dass ich die nochmal kriege. Hat ja eine kurze Aufnahmepause, weil, ne? Video war ja fertig beim letzten Mal. Kann ich auch, guck. Ich kann sogar noch ein bisschen mehr. Ah, so ein bisschen. Ah. Scheiße. Irgendwie war es mir klar. Na. Ah. Ich merke es, wie den Rangaufstieg. Ich meine, wer will den nicht? Warum hat das nicht mehr funktioniert? Hey, das wollte ich auch machen. Ah. Komm, hab dich. Jawohl, ja. 1-1, sehr schön. Für eine Knackknack funktioniert auf jeden Fall besser als mit Mewtwo momentan. Voilà. Gibt's nicht. Komm schon. Scheiße. Ja. Headbutt. Ja. Oh, ich hab hier einen Rangaufstieg vermasselt. Scheiße, nee. I'm so sorry, but I have to win. Hammer hat, ey. Geile Sache. Abonnieren und liken. Hammer hat. So, wen dürfen wir begrüßen? Oh, eine YouTube-Gruppe. B4.
aus Amerika über 5000 Siege gehabt, super. Der Ryu, Ryu. Okay, mit Kanaka hatte ich eigentlich gegen so hohe Leute ab Gruppe B aufwärts eigentlich nie eine Chance. Das war immer mit Mewtwo. Ach, scheiße. Natürlich will ich auch das verkehrte Helfer-Pokémon. Nein! Hey, ich hatte tatsächlich fast eine Chance. Oh, echt jetzt? Hier ist verkehrt einfach Pokémon. Das ist nämlich dann schuld, wenn ich verliere. Ach komm. Okay. Ah, shit. Na gut, okay. Wäre auch ein Wunder, wenn ich gewonnen hätte gegen Gruppe B mit dem Knackrack. Das habe ich, glaube ich, noch nie. Das war, wie gesagt, immer nur mit Mewtwo. Oder habe ich auch früher mal mit Knackrack gewonnen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, warten wir mal, was der nächste Kampf bringt. Aber wiederum spiele ich gegen so gute, sage ich jetzt mal, Liebe. Frankreich, Bonjour, Yuki mit Vesta Pikachu. Weil, dann ist nicht so schlimm, wenn man verliert, in der Hinsicht. Aber man freut sich doppelt so hoch, wenn man mal gewinnt. Und ich mag die Herausforderung. Geile Scheiße, was ist denn jetzt los? Yeah.
Bam! Nein! Juhu. Geile Sache, sehr schön. Ah, das freut mich doch, dass wir da gewonnen haben. Huh, good fight. Also mit Knacker bin ich tatsächlich momentan besser als mit Mewtwo. Keine Ahnung warum, verstehe ich nie. Aber gut. So, wen haben wir jetzt? Ein Gengar. Oh, Gruppe B2. Na wunderbar, fast 5000 Siege. Kommunismus. Alles klar. Willkommen Kommunismus. Gruppe B2, na super. Mit Knackrack. Wegen stimmt die Musik. Ah, jetzt kommt er mit seinen Kombos an. Ah! Nein! Ja! Alter! Da habe ich aber einen sauer gemacht. Das war ein Perfekt von ihm. Oh. Hm. Tja. Das geht auch in der Luft? Okay. Da komme ich nicht drüber, ey. Ja, super. Als wäre ich ein Anfänger. Hä, was? Ich war noch voll in Action. Ah. Shit. Aber ich habe doch eigentlich ganz gut zusammengehauen. Ging doch besser als ich dachte. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Das war's wieder für heute mit Pokémon Technics auf Nintendo Switch.
Waren ganz gute Kämpfe dabei. Allerdings, was heißt eine schlechte? Ich hab's zwar verloren, aber die waren gut, fand ich zumindest. Aber schön. Eine Runde habe ich gegen B13 oder B2 hier zumindest gewonnen. Für mich ein persönlicher Highlight, für euch weiß ich nicht. Aber danke fürs Zuschauen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.